Hallo zusammen. Heute mal aus der Ackerbohne. Die Ackerbohne wird ja gerne als eher extensivere Kultur abgestempelt. Für eine hohe Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch hier eine entsprechende Intensität erforderlich. Die Ackerbohne bedarf bekanntlich keiner Stickstoffdüngung, weil sie mit den Knöllchenbakterien, den sogenannten Rhizobien, eine Symbiose eingeht und darüber dann mit fixiertem Luftstickstoff versorgt wird. Damit dieses System jedoch funktioniert, ist insbesondere zum Start eine ausreichende Phosphorversorgung wichtig, weil Phosphor die Besiedlung der Rhizobien an der Wurzel fördert. Zu so einem frühen Termin ist daher eine Phosphatblattdüngung mit 3 Liter pro Hektar Yaravita Kombifos empfehlenswert, gerade dann, wenn die Verfügbarkeit aus dem Boden durch kalte Bedingungen limitiert ist. Insbesondere Standorte mit einer generell langsameren Erwärmung, wie beispielsweise in Marschregionen, sprechen sehr gut auf so eine Maßnahme an. Die Maßnahme muss natürlich auch nicht solo erfolgen. Es kann beispielsweise schon eine erste kleine Bohrgabe mitgenommen werden. Und das Ganze kann natürlich auch in Kombination mit einem ersten Insektizideinsatz gefahren werden. In diesem Sinne, macht's gut und bis demnächst mal wieder. Ciao.